In manchen Fällen ist es schwierig, einem Autor in Heilbronn einen literarischen Ort zuzuordnen, wie etwa bei Wilhelm Waiblinger. Waiblinger ist in Heilbronn geboren am 21. November 1804, aber sein Geburtshaus ist nicht bekannt. Er war erst 2 Jahre alt, als sein Vater als württembergischer Beamter nach Stuttgart versetzt wurde. Heute erinnert diese Straße noch im Heilbronner Südosten an ihn. Sie wird aber wahrscheinlich von vielen eher mit der Stadt Waiblingen in Verbindung gebracht. Und es gibt das Waiblinger Haus, 1927 als Jugendherberge errichtet, seit den 1970er Jahren Sitz des Stadt- und Kreisjugendrings Heilbronn. Das passt sehr gut zu dem Dichter Wilhelm Waiblinger, der nur 25 Jahre alt wurde und der dennoch mehr literarischen Ruhm erworben hat als die meisten in Heilbronn gebürtigen oder aufgewachsenen Frauen und Männer des Wortes. So hat er etwa Aufnahme gefunden im Wilpert, dem Lexikon der Weltliteratur, in dem Heilbronner Berühmtheiten wie Ludwig Pfau etwa fehlen. Es heißt dort unter anderem über Wilhelm Waiblinger: 1822 bis 26 Student der Theologie, Philosophie in Philologie in Tübingen. Freundschaft mit Hölderlin, Mörike, Gustav Schwab und anderen. Reisen nach Italien, 1826 Übersiedlung nach Rom. Freier Schriftsteller. Klassizistischer, fantasiebegabter Erzähler, empfindungstiefer, genialischer Lyriker und Dramatiker. Früh vollendet gelangte er nicht zur völligen Reife. Bei der Benennung des Wilhelm Waiblinger Hauses 1979 hieß es im Antrag der Verwaltung: Er ist als einer der vergessenen Heilbronner Dichter anzusehen und zum Kreis der schwäbischen Romantik zu zählen. Das stimmt nicht ganz. Waiblinger ist weder vergessen, noch gehört er zu den schwäbischen Romantikern. Er schrieb vielmehr antiromantische Texte, bezog sich stark auf die klassische Antike, war ein großer Griechenland-Fan, aber sein umfangreiches Werk wirkt in heutigen Augen sperrig, schwärmerisch und zeitgemäß. Waiblinger kam am 21. November 1804 nachts 8:30 Uhr in Heilbronn zur Welt und wurde am 27. November getauft. Die Eltern waren Herr Johann Friedrich Waiblinger, Landvogtei, Kameraldepartements Kanzlist et uxor Christiana Luise, eine geborene Kohlerin von Fellbach bei Cannstatt. Der häufig als frühreif beschriebene Knabe durfte auf Empfehlung mehrerer Lehrer ab 1820 in Stuttgart die Abschlussklassen des Gymnasiums besuchen. In Stuttgart traf er auf bekannte Geistesgrößen seiner Zeit. Zu seinen wichtigsten Lehrern gehörte Gustav Schwab. Beim Bildhauer Johann Heinrich Dannecker lernte er klassizistische Kunst kennen. In seinem Briefroman Phaeton schildert er aus der Sicht der Hauptfigur diese Bildungserfahrung. Meine seligsten Stunden brachte ich im antiken Saale zu. Schon als ein kleiner Knabe, wo mich die Zukunft wie ein zarter Geist umsäuselte, wo ich mit kindlich heiterem Sinn nur nach dem nächsten griff. Ach, wo mich all das, was ich jetzt erkannt, wie eine dunkle Ahnung noch umspielte, vergaß ich lächelnd Gegenwart und Zukunft und kniete staunend in dem heiligen Raume. Wilhelm Waiblinger war gerade einmal 19 Jahre alt, als er diesen Roman schrieb. Und dies war keineswegs sein erstes Werk. Gedichte und ein nicht mehr erhaltenes Drama gingen voraus. Phaeton ist stark von Friedrich Hölderlin und dessen Briefroman Hyperion beeinflusst. Waiblinger hatte Hölderlin 1822 zum ersten Mal in seinem berühmten Turm besucht. Ab Herbst 1822 war er dann im Theologischen Stift in Tübingen, wo er unter anderem mit Eduard Mörike Freundschaft schloss. Waiblingers Schrift über Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn von 1827 war eine literarische Arbeit von Rang, ein meisterhafter Essay, wie Udo Kretschmar in einem Vortrag urteilt. Schon in den Jahren vor seiner Übersiedlung nach Rom 1826 war Waiblinger literarisch äußerst produktiv. Er verfasste 2 weitere Romane, die beide nicht mehr existieren, Versepen, zahlreiche Prosaskizzen und Gedichte.
Im Oktober 1826 machte er sich mit einer eher vagen Finanzierungszusage durch den Verleger Cotta auf seine Reise nach Rom. Die verbleibenden gut 3 Jahre seiner Lebenszeit werden sehr unterschiedlich bewertet. Er sei in Armut und schwere Krankheit verfallen, so heißt es an der einen Stelle. An anderer Stelle lesen wir, er war kein Kind von Traurigkeit, tat sich in Rom mit der schönen Nena Carlenzo zusammen, lebte in Künstlerkreisen und lernte einen anderen dichtenden Aussteiger kennen, den melancholischen, wegen seiner Homosexualität das liberale Italien bevorzugenden Grafen August von Platen. Die Kreativität Wilhelm Weiblingers nach seiner Ankunft in Rom war schier überbordend. Das umfassendste künstlerische Italienwerk in deutscher Sprache, urteilt Hans Königer. Seine Ankunft in Rom meldete Weiblinger am 29. Dezember 1826 brieflich an seinen ehemaligen Lehrer Gustav Schwab. Teurer Verehrter, seit 5 Wochen bin ich hier, bin aber jetzt noch kaum mit den Eindrücken fertig, geschweige, dass ich etwas Gründliches hätte tun und denken können. Der Kirchhof, eines seiner schönsten Gedichte aus dieser Zeit, so urteilt Rainer Moritz, beschreibt fast prophetisch den Friedhof der Protestanten in Rom. Die Ruhe ist wohl das Beste von allem Glück der Welt. Mit jedem Wiegenfeste wird neue Lust vergällt. Die Rose welkt in Schauern, die uns der Frühling gibt. Wer hasst, ist zu bedauern, und mehr noch fast, wer liebt. Interessanterweise ist diese Strophe in 2 Varianten überliefert, im Erstdruck 1827 und in der textkritischen Werkausgabe heißen die beiden letzten Verse dieser Strophe: Wer hofft, ist zu bedauern, und mehr fast noch, wer liebt. Weiblinger beschreibt in diesem Gedicht den protestantischen Friedhof von Rom am Monte Testaccio. Und genau hier wurde Weiblinger begraben, keine 4 Jahre, nachdem er dieses Gedicht niedergeschrieben hat. Er war nur 25 Jahre alt geworden. Vermutlich ist er an Tuberkulose gestorben. Schon 1839 erschien die erste Gesamtausgabe seiner Werke als rechtmäßige Ausgabe letzter Hand.